Hallo Freunde und willkommen heute mit einem kleinen Experiment mal hier. Und zwar wollen wir herausfinden, was passiert eigentlich genau, wenn wir einen USB-Stick in die Steckdose reinstecken. Über so einen USB-Adapter hier, wie wir alle kennen und nutzen, um unseren Smartphone beispielsweise aufzuladen. Die Anregung hier ist ganz einfach, dass vor einiger Zeit wurde über die sozialen Medien natürlich, wo sonst, vor allem auf Twitter, da kam einer auf die Idee, die Meldung, die Nachricht zu verbreiten, dass ja, wenn wir unsere USB-Sticks richtig aufladen, dass sie um einiges schneller werden, ja, um ein Vielfaches sogar. Ja, die Lese- und Schreibgeschwindigkeit und bei manchen Modellen sogar der mehr Speicherplatz freigegeben wird. Ja, der Speicher wird irgendwie erweitert. Nun, ja, die Meinung ist da irgendwie doch geteilt. Ja, manche meinen, das ist Quatsch, es passiert gar nichts. Manche wissen es nicht so genau und trauen sich aber auch nicht zu, ja, auszuprobieren. Und die anderen wiederum, die meinen, ja, ich bin doch nicht bescheuert, so nach dem Motto, meinen Stick zu ruinieren oder zumindest, ja, meine Daten werden irgendwie zerstört. Über Kurzschluss bis hin zum, weiß ich nicht, der Stick schmilzt. Und ja, nun dachte ich mir, der einzige sichere Weg, um das hundertprozentig zu beweisen, ja, sozusagen, ist ganz einfach. Wir versuchen es einfach, wir probieren es einfach aus. Ich habe jetzt hier einen USB-Stick, ganz normal, einen USB-Adapter und eine Steckdose hier mit Strom. Und nun, ja, werden wir das, den Stick jetzt versuchen aufzuladen und schauen, was passiert. Also, wenn ihr bereit seid, Achtung! Und nun, ja, wie wir sehen können, der Stick hat es ganz gut überlebt hier. Der ist weder geschmolzen noch irgendwie beschädigt worden. Die Daten sind auf jeden Fall noch drauf. Sicherung ist auch noch ganz. Speicherkapazität ist nach wie vor, ja, die gleiche. Geschwindigkeit hat sich bestimmt auch nichts getan. Also da passiert wirklich gar nichts. Ja, was soll da auch passieren? Die Spannung ist hier in etwa, ja, so groß wie beim Rechner. Manche werden da vielleicht enttäuscht sein, manche beruhigt, je nachdem. Jedenfalls, ja, hoffe ich, dass es für euch irgendwie ein bisschen interessant war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder vielleicht andere Ideen irgendwie für irgendwelche andere kleine Experimente hier. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.